Oh, liebe Kollegen der elektrischen Selbstversorgung. Ja, also, ich habe heute mal einen Probelauf gemacht mit dem zweiten Pack. Wahrscheinlich hätte ich vorher hier unten den Laderegler ausschalten sollen, weil es gab wieder einen schönen Funken. Und scheinbar, diese Balancer mögen das scheinbar nicht. Ich glaube, dass jetzt alle Balancer hinüber sind. Die haben das scheinbar nicht vertragen. Wenn die unter Last, also quasi, wenn hier direkt nach dem Anschalten Strom gezogen wird, irgendwie, scheinbar gibt es da einen höheren Anlaufstrom. Wenn der hier unten, der. Ja, wie sagt man, der 12 Volt auf 230 Volt Wandler, wenn der an ist. Und das macht dieser On-Off-Schalter hier. Genau. Es steht zwar innen drin, steht, man soll die Paneele ausmachen, bevor man. Also man soll hier unten, nee, andersrum. Man soll diesen Wandler ausmachen, den Spannungswandler von 12 mal 32 Volt AC, 12 Volt DC, 230 Volt AC. Den soll man ausmachen, bevor man die Paneele anschließt. Aber es stand nichts davon, dass man, sage ich mal, den ausmachen soll, bevor man die Batterie anschließt. Also auf jeden Fall ausmachen, ja. Egal, ob man Batterie an- und abschließt oder die Paneele an- oder abschließt, auf jeden Fall den Wandler ausmachen. Und ja, ich werde jetzt wohl, muss jetzt wohl alle alle Load Balancer, Equalizer, es ist sehr schwer, da bei eBay überhaupt, sage ich mal, das richtige Gerät zu finden, weil Load Balancer ist meistens irgendwas im Netzwerkbereich, also Computer-Netzwerkbereich. Da gibt es halt auch Load Balancer und irgendwie, ja, ist da ein bisschen schwer, aber ich würde da jetzt tatsächlich so fahren, dass man da zwei Load Balancer kauft, Equalizer kauft, die vier Batterien können. Weil wie das da verkabelt war, also bei eBay gab es zwar quasi Bilder, wie man das theoretisch verkabeln sollte, aber ich möchte es ja so verkabeln, wie es jetzt verkabelt ist. Also Minuspol hier parallel, Pluspol hier parallel und ansonsten zweimal seriell. Vier, jeweils vier Batterien seriell, Blöcke von vier zusammengeschaltet parallel. So möchte ich das ja eigentlich verkabeln. Und dann braucht es da wohl zwei Load Balancer, die jeweils vier Batterien können. Und natürlich vorher den Wandler ausschalten. Dann gibt es auch nicht so krasse Funken, wie sagt man da, Funkensprung. Dann gibt es keine krassen Funkensprünge. Also selbst wenn der vordere Block, der hat jetzt, weiß ich, 0,5 Volt mehr oder weniger wie der hintere. Ja, das hat gar nichts ausgemacht. Also da ist nichts heiß geworden oder irgendwas. Weil es ja auch relativ kleine Batterien sind. Also ja, nur für alle anderen zum nächsten Mal. Theoretisch kann man das Ganze natürlich auch komplett ohne Load Balancer betreiben. Das geht schon auch. Es sei bloß nicht empfohlen, weil diese Bleibatterien sowieso nicht lang halten und ohne Load Balancer halten sie noch kürzer. Genau. Ja, so viel dazu und ciao. So, liebe Kollegen der elektrischen Selbstversorgung. Ja, also. Ich habe heute mal einen Probelauf gemacht mit dem zweiten Pack. Wahrscheinlich hätte ich vorher hier unten den Laderegler ausschalten sollen, weil es gab wieder einen schönen Funken. Und scheinbar, diese Balancer mögen das scheinbar nicht.